Sie geben sich einer Verdächtigen gegenüber als Elektriker aus. Das hat sich so ergeben. Ich hab... Immerhin hat er damit rausgekriegt, dass diese Monika Richter vielleicht das Medikamentenlager ist. Das passt doch in Ihre Persönlichkeitsstruktur. Wenig Außenkontakte, Kontrollverlust, eine gestörte Beziehung zu kriminellen Handlungen. Die wollte Lena verhexen. Ich würde sagen, Wohnungsdurchsuchung. Ach, warum denn so förmlich? Warum machen wir keinen Scheiterhaufen und gucken, ob Frau Richter brennt? Ja was, ihr habt gar nichts. Eine durchgeknallte Alte, einen falschen Elektriker und das war's dann. Keine Beweise. Ich könnte in Monikas Wohnung gehen und nach Beweisen suchen. Was ist, wenn sie dich erwischt? Du hast doch selbst gesagt, dass die labil ist. Bringt sie erst dich um, dann sich. Oh, dann bin ich dafür. Okay. Ach komm, was soll der Quatsch? Wir warten erst mal ab, bis Eddie sich das Heim nochmal angeguckt hat. Die Anstaltsleiterin hat dich erwischt? Ja, aber ich hab die echt nervös gemacht. Die war voll so... Eine Scheiße, sag mal! Kann man dich denn nur noch als Verkehrskasperl verwenden? Oder was? Ich hab doch hier einen ganzen Haufen Traubenzuckerzeugs besorgt. Die rennt doch sofort zur Presse, beschwert sich! Es gab eine Dienstanweisung, ja? Dass nur bei eindeutiger, klarer Beweislage... Du hast gesagt, ich soll da reingehen und das Zeug sicherstellen! Aber du sollst dich nicht erwischen lassen, du Mann! Von einer alten Heimleiterin! Bin ich also wieder schuld, ja? Leck mich doch am Arsch. Ja, ich bin's. Besorg einen Wagen und ein paar Mikrofone. Ja, wir verkabeln den Psycho. Der muss nochmal in die Bude von der durchgeknallten Krankenschwester. Mach dir keine Sorgen, Hänsel. Wenn sie anfängt, dich in den Ofen zu schieben, kommen wir rein. Okay, wäre es nicht gut, wenn wir ein Codewort vereinbaren? Codewort? Ja, ich sehe ja, wenn die Situation kippt, dass ich dann irgendwas sage, wie es wird Regen geben oder Konstantinopel. So, das wär's von meiner Seite. Mikro ist links. So, ich gehe dann mal schiffen und dann kann's losgehen. Was ist denn jetzt mit dem Codewort? Jetzt hör mal auf, Mann, das ist doch nur eine Krankenschwester. Ja? Ich bin's, Max. Ach, das ist gut. Ich wusste, dass du kommst. Komm rein. Ich hab dir die ganze Zeit Botschaften geschickt im Kopf. Oh, Monika, hör mal, ich... Tut mir leid, dass ich so aussehe. Ich hab schlecht geschlafen, aber jetzt ist alles gut. Du bist da. Die Sonne lacht. Ja, soll noch Regen geben heute. Wann ist jetzt dieses scheiß Codewort? Was für ein Codewort? Das ist doch ganz egal. Nee, kein Regen. Ja, er hat doch gesagt, kein dass... Kein Regen! Ich wiederhole das nochmal! Kein Regen! Kein Regen! Dir macht mir doch der Regen nichts aus. Du, ich mach mich mal ein bisschen frischer. Das ist eine gute Idee. Also nicht, dass du auch so ein bisschen duschen, hä? Das ist doch was Feines. Alles okay? Ja. Das okay, ich bin jetzt alleine. Ich guck mich jetzt mal um. Hier ist ein Küchenschrank mit Türen. Hier sind Besen drin. Ach Gott. Da sind Eimer und... Was wird denn das jetzt? Gerhard Rubenbauer mit dem Live-Kommentar aus Monikas Bude. Wir schalten jetzt in die Küche. Hier ist die Küche und hier ist Butter im Kühlschrank. Wahnsinn, meine Damen und Herren. Was ist denn das? Hä? Neu? Ach so, ja, das ist bloß, ja. Ja, die ist neu. Ich gehe dann jetzt mal ins Schlafzimmer. Jetzt bin ich im Kleiderschrank. Ja. Nur Klamotten, Schuhe. Oh, Klammer. Ach du Heiland. Max, wo bist du? Scheiße. Max, soll ich dich suchen kommen? Die Tante Monika kommt dich jetzt suchen. Du bist ja ein Schneller. Hab ich's doch gewusst, schon im Schlafzimmer. Hast du jetzt doch Lust auf eine Massage? Oder willst du den Rest auspacken? Nee, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Das war bei mir schon als Kind so, dass ich immer die Vorfreude am schönsten. Du bist ja schüchtern. Süß. Nee, ist nur die erste nackte Frau, die ich je gesehen habe, war in der Dokumentation über die dritte Welt. Das prägt natürlich, da ist man dann ein bisschen...
kriegen wir schon. Oh, jetzt regnet es aber. Jetzt regnet es aber wirklich. Guck mal, es regnet! Es regnet! Es regnet! Es regnet! Komm, wir gehen rein. Lass uns noch einen Moment warten. Vielleicht kriegt das ja hin. Was, das mit dem Sex? Naja, wenn sie nackt ist, kann sie ihm nicht viel tun. Und nach meiner Erfahrung reden Frauen gerne vorher. Wie bist du denn so verschwommen? Nee, bin ich verschwommen. Bin ich wetterfühlig. Ich merke, dass es gleich regnet. Mein Opa hatte das auch schon. Das war, das kitzelt. Das kitzelt ein bisschen. Was ist denn da? Hm? Das ist ja... Ich glaube, du hast ein Telefon. Ich habe einen Hinweis gekriegt. Die Polizei ist auf dem Weg zu dir. Bring die Sachen weg. Sofort. Nein. Monika, bitte. Du verdammtes Schwein. Du hast mich betrogen die ganze Zeit. Ich kann das sehr gut erklären. Regen! 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 Regen, ich hol's in die Nuppe! Lass mich los! Lass mich los! Wo wart ihr denn? Ich dachte, die sticht mich ab. Aber ich hab doch gesagt, dass die labil ist. Die ist voll irre, die Alte. Die hat mich gebissen. Wo ist sie hin? Wir können doch über alles reden, Frau Richter. Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Monika, wenn du jetzt da runterspringst, dann springe ich auch. Fass mich bloß nicht an, du Schwein! Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn mich noch mal ein Mann verarscht. Ja klar, du willst mich für deinen Tod verantwortlich machen, aber das mache ich nicht mit. Dann springe ich nämlich auch und dann bist du auch für meinen Tod verantwortlich. Was redest du denn da für eine Scheiße? Sehr gute Frage. Glaubst du, dass mein Leben so viel besser ist als deins? Meine Ex-Frau macht jetzt Motto-Partys mit ihrem neuen Kerl. Glaubst du, das ist toll, wenn du feststellst, dass deine Frau an ganz anderen Sachen Spaß hat, als du immer dachtest? Ich habe meinen Hund aus Versehen erschossen. Meine Freundin meldet sich nicht mehr und mein Vater lebt lieber mit einer Vietnamesin als mit mir. Ist das für dich der Inbegriff eines glücklichen Lebens? Ist mir doch scheißegal, dann springen wir halt beide. Was macht denn der da? Keine Ahnung. Aber so einfach mache ich es nicht. Mein Leben ist nicht so doll. Aber dafür bin ich verantwortlich. Hauptsächlich. Und du schiebst die Verantwortung für dein Leben immer auf andere. Es klappt aber nicht. Du kannst dein Leben nicht immer anderen in die Hand geben. Ich kann ja verstehen, wie du da reingeschlittert bist. Die Rucktäschel hat dir Geld gegeben und Anerkennung. Und du hast mitgemacht, weil sie plötzlich dich bevorzugt hat und nicht die anderen Kollegen. Aber du weißt doch auch, dass das mit dir persönlich nichts zu tun hat. Dass das zu einfach wäre. Und springen wir es, dann springen. Aber dann springe ich auch. Und dann bist du schuld. Der Knaller. Du sag mal, und was hättest du denn eigentlich gemacht, wenn sie wirklich gesprungen wäre? Keine Ahnung. Ich hab's ja jetzt an einen guten, sehr fähigen Kollegen vermittelt. Hoffen wir mal das Allerbeste. Okay, die Heimleiterin hat gestanden. Diese Rucksäckel hat... Rucktäschel, die hat das alles organisiert. Diese Monika Richter war praktisch nur das Lager für den ganzen Kram. Ich denke, der Fall kann zu den Akten. Ja, ausnahmsweise mal keine schlechte Arbeit, Munzel. Ja, dann ist ja alles klar, wa? Außer woher wusste die Rucktäschel, dass wir in die Bude rein wollen? Das wusste keiner außer uns. Jemand eine Idee? Eddie vielleicht? Keine Ahnung, Zufall? Ja, klar. Na, ausgerechnet einen Tag, nachdem du bei ihr warst, hat sie die Informationen gehabt. Ach, ich hab mit Hasse gesprochen. Der ist so glücklich nach dem Fahndungserfolg, deine 3,5 werden übernommen. Ja, echt jetzt? Für einen guten und loyalen Mitarbeiter hat er so einen Notgroschen im Budget. Was denn?
Ich denke, wir sind hier fertig.